Willkommen bei Tichys Ausblick, unserer neuesten Sendung mit dem Titel Das Maß ist voll. Meine Gäste heute sind Frank Henkel, der frühere Innensenator und Bürgermeister von Berlin. Frank, Sie werden mit mir in Zukunft die Sendung hier in Berlin moderieren. Darauf freue ich mich. Ich freue mich auch sehr. Unsere weiteren Gäste sind Marcel Lute, Politiker und Unternehmer. Sie waren lange in der FDP und sind jetzt Gewerkschaftsführer. Eine bemerkenswerte Karriere, würde ich mal sagen. Und Peter Hane, das Gesicht des ZDF, lange, und er hat sehr, sehr viele Interviews, Sommerinterviews geführt. Alle kennen ihn, alle lieben ihn, aber immer mehr mögen sie ihn nicht mehr so. Darüber werden wir heute sprechen. Frank, sind Sie eigentlich pünktlich hierher gekommen? Ich meine, in Berlin ist es ja nicht mehr so einfach, vom Fleck zu kommen. Ich bin deshalb pünktlich hierher gekommen, weil ich gestern schon in mein Navi eingegeben habe, wo ich eigentlich hin muss. Und konnte insofern ganz gut die Zeit abschätzen. Wieso? Ist das Navi so schwierig für dich jetzt? Na, für mich war das eine Frage eher der Zeit. Und natürlich, das kommt dazu, die Straße, der Straßenname ist mir völlig neu gewesen. Ich dachte, na nun, 11 Kilometer von zu Hause bis hierher. Wo ist denn diese Straße? Und dann habe ich aus Navi geguckt, die ist doch in Mitte. Ich kenne Mitte relativ gut, war früher mein Wahlkreis. Und dachte, na nun, was ist das denn? Wieder eine Straßenumbenennung. Aber insgesamt bin ich ganz gut hergekommen. Ja, aber in Berlin, meine ich, da kleben sich ja jetzt so Leute auf die Straße, blockieren die Autobahnen, die Leute kommen zu spät zur Arbeit, die Leute kommen zu spät zu ihrem Job, die Notärzte kommen nicht durch, alles ist blockiert. Und die Polizeipräsidentin sagt, fassen Sie die Kinder auf der Straße nicht an, das ist strafbar, obwohl es Nötigung ist, den Verkehr zu blockieren. Ist es jetzt das neue Berlin? Also es gibt bestimmt ganz viel zu kritisieren und auch zu diskutieren, ob es nun das neue oder alte Berlin ist. Die Zustände hier in der Stadt, da könnten wir Sendungen miteinander füllen. Ob sich das Thema Demonstrationsrecht und Demonstrationsfreiheit und das, was wir im Augenblick hier erleben, dazu eignet, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir werden sicherlich nochmal auch mit Peter Hane zu dem Thema kommen. Wie steht es eigentlich in Deutschland mit dem Demonstrationsrecht, mit der Freiheit auf Versammlungen? Freiheit und Ähnliches, und auch auf die ein oder andere, ich sag mal, unglückliche Äußerungen, wenn es darum ging, hier wird eine Demonstration einfach verboten. Die wird erlaubt, die wird verboten, ist strittig. Aber ich glaube, dass deine Eingangsthese nicht richtig war. Weil was macht die Polizei? Sie ist in einer Stadt wie Berlin relativ schnell vor Ort, das ist sie auch hier. Und dann hat sie zwei Aufgaben zu erfüllen. Das ist zum einen die Gefahrenabwehr und zum anderen die Strafverfolgung. Und das, was ich aus der Ferne mitbekomme, macht sie das wirklich gut. Jetzt ist die Justiz dran. Und hier spricht der frühere Innensenator, das hört man noch. Aber nochmal an dem Punkt, wir haben ja jetzt eine neue Umweltministerin mit dem süßen Namen Steffi Lemke. Und sie sagt, ja, das ist ja völlig legitim, den Menschen zu nötigen. Das erinnert mich an die Montagsdemonstrationen in der DDR. Aber gleichzeitig, wenn ein paar Spaziergänger irgendwo auf die Straße gehen, kommt die Polizei mit Pferden, Wasserwerfern und Räumpanzern. Passiert da irgendwas? Gibt es da zweierlei Recht neuerdings? Nein, wer gegen Corona demonstriert, hat Unrecht. Wer andere Leute am Arbeiten hindert, hat garantiert Recht. Das wollte ich damit sagen. Ich glaube, dass wir im Augenblick jedenfalls eine Situation haben, wo bestimmte Entscheidungen für die Menschen draußen im Land immer schwerer nachzuvollziehen sind. Und die Äußerungen von Frau Lemke, so ist es eben. In der Politik, aber auch sonst im Leben mit Vergleichen. Sie hinken nicht nur, sondern sie sind grober Unfug. Und das, was Frau Lemke in Bezug auf die sich anklebenden jungen Aktivisten gesagt haben, halte ich für absoluten Unfug. Im Übrigen, Hane, ein Wort noch. Es ist natürlich so, dass die Polizeipräsidentin, Herr Lute, ist Jurist, wird mir da zustimmen müssen. Jedenfalls intellektuell, vielleicht nicht emotional, da habe ich auch meine Probleme. Aber natürlich ist das so. Wir haben vorgestern in einem großen Berliner Boulevardblatt gelesen, dass ein Autofahrer selbst Hand angelegt hat, weil er zur Arbeit wollte. Das kann ich emotional alles gut verstehen. Aber natürlich läuft er Gefahr. Er läuft Gefahr, eine Anzeige zu bekommen wegen Körperverletzung oder wegen anderer Delikte. Das muss man einfach nur wissen. Und ich glaube, so war Frau Slowik als Polizeipräsidentin zu verstehen. Ich habe ja also den seltenen Ehrentitel Ehrenkommissar der Bayerischen Polizei. Da bin ich, glaube ich, der einzige Journalist nach wie vor. Das geht eigentlich immer an die Hauptdarsteller der Krimiserien. Schimanski und Derek, also, und wer alles. Der einzige richtige Polizist. So, und ich bin der richtige Polizist unter uns. Und ich kann nur sagen, ich habe nie irgendetwas auf die Polizei kommen lassen. Und habe wirklich, deswegen kriegte ich das ja auch,
von Beckstein in Bayern. Also in Würdigung, dass ich wenigstens ein Journalist war, der auf der Seite der Polizei immer stand. Damals Bruckdorf und Startbahn West und Wackersdorf. Und das sind ja alles Vergangenheiten. Aber heute muss ich sagen, es gibt schon manche Polizisten, denen man regelrecht ansieht, mit welcher Freude sie gegen harmlose Spaziergänger vorgehen. Wie da, und das ist ja alles im Videos zu sehen, wie da alte Frauen ja geradezu misshandelt werden. Weil sie endlich mal dürfen. Ja, das ist das Problem. Und ich will nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und das alles gleichsetzen. Es gibt auf der anderen Seite Polizisten, denen man ansieht, dass sie dem Gegenstand der Demonstration positiv gegenüberstehen. Es gibt ja sogar mal in Orten, in Sachsen zum Beispiel, wo die Demonstranten Beifall klatschen, weil die Polizei eben nicht eingreift. Aber es ist schon so, ich möchte heute kein Polizist sein. Sie sind zwischen Baum und Borke. Was Sie machen, ist vielleicht falsch. Aber was ich mir wünschte, wäre, und wir haben ja jetzt die Situation, dass die Demonstranten auf ganzer Linie gesiegt haben. Vielleicht braucht man das jetzt nicht mehr. Aber ich hätte mir einen, der damals auch mal in meiner Sendung war, Jäger, ich weiß nicht mehr mit Vornamen, das war der Fopo, der an der Bornholmer Straße den Baum, Schlagbaum, gegen alle Befehle hat er das gemacht. Und solche Polizisten wünsche ich mir heute auch, die sagen, Frau Lemke oder wer auch immer, die kann mir mal im Puckel runterrutschen. Das sind friedliche Demonstranten und die lasse ich ziehen. Aber die gibt es doch. Also wenn ich an den Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, denke, das ist jemand, der immer eine klare Position hat, ein klares Wort findet. Aber er steht nicht auf der Straße. Na, aber wir müssen trotzdem, bei dieser Diskussion müssen wir aufpassen. Wir schlagen den Sack und meinen im Grunde den Esel. Wir müssen schon aufpassen, wie wir diskutieren. Nein, wirklich, weil die Polizei muss doch im Augenblick die Fehler der Politik ausbaden und dafür im Kopf hinhalten. Ich kenne alle Ihre Beispiele, ich kenne alle diese Bilder. Da sind ein paar dabei, wenn sie denn echt sind und stimmen. Wäre das alles furchtbar. Aber die Polizei hat, ich sage noch mal, in der Frage von Demonstrationsfreiheit, die Pflicht, diese durchzusetzen. Und da gibt es zwei Antworten auf die Eingangsfrage. Und ich sage noch mal, das ist Strafverfolgung, Gefahrenabwehr. Das tun sie. Sie leiten den Verkehr um. Sie gucken, wenn dort eine schwangere Frau im Rettungswagen ist, dass der Rettungswagen weiterfahren kann, etc. pp. Also machen wir hier nicht den Bock zum Gärtner, wenn die Dinge hier nicht so gut laufen. Gut. Bei der Frage, dann ist es wirklich die Verantwortung, ich sage auch die Schuld der Aktivisten und nicht der Berliner Polizei in dem Fall. Und da bin ich ja nachgefragt worden. Aber trotzdem dann sind wir mitten. Peter Hane die Frage, ja? Ist das Maß voll? Genau. Ist das Maß voll? Ja, ich stelle sie gar nicht, sondern ich sage ja, das Maß ist voll. Natürlich ist es voll. Wir sehen das ja, dass die Politiker, und das ist ja das, sie merken ja langsam, es werden nicht weniger Demonstranten, es werden mehr. Die Unzufriedenheit wächst. Die Umfragen sind ja eindeutig. Und jetzt sage mir keiner, Beispiel Corona, dass aus medizinischen Gründen oder virologischen Gründen plötzlich die Maßnahmen verändert werden. Es geht hier um reine Politik, um Machtpolitik. Das heißt, die Politiker heute merken, das Volk zieht nicht mehr mit. Die sitzen da nicht mit gefalteten Händen und warten auf ihre Impfung. Sondern wir haben ja letzte Woche gelesen, Brandenburg und Berlin sind die Länder, die jetzt am wenigsten Impfbereitschaft haben. Es geht gar keiner mehr dahin, weil sie sagen, wir lassen uns doch mit dem alten Zeug nicht mehr impfen, wo doch irgendwann was Neues kommt. Wir lassen uns mit Omikron und all diesen fünfte Welle, sechste Welle nicht mehr beeindrucken. Und mit diesen ganzen Gs, also dass wir möglichst noch getestet, geboostert, geimpft oder weiter nur noch irgendwo rein dürfen. Die Politik merkt auch ganz genau, wer auf der Straße ist. Natürlich sagt man, da sind jetzt die Nazis und das sind Spinner und das sind Corona-Leugner. Entschuldigung, die wissen hinter ihren Kulissen ganz genau. Das sind Ärzte, das sind Lehrer, das sind besorgte Eltern, das sind immer mehr junge Leute. Und das hat mit rechts überhaupt nichts zu tun. Es sind auch immer mehr Linke und Regenbogenfahnen und alles, was man da sieht. Also es ist schon so, das Maß ist für die Bevölkerung voll und die Politik muss schleunigst Konsequenzen ziehen. Und wir haben jetzt viele so Missstände. Sie haben die Corona-Politik angedeutet. Marcel Luthe, Sie waren maßgeblich daran beteiligt,
die letzten Wahlen in Berlin zu kritisieren. Wir erinnern uns, sowohl bei den Landtagswahlen als auch bei den Bundestagswahlen gab es ungeheure Unstimmigkeiten. Tausende von Wählern kamen nicht in die Lokale, es fehlten Wahlzettel, es ging hin und her, es wurde ausgezählt. Nun, was ist daraus geworden? Es ist deswegen so wichtig, die Frage, weil die Wahl ist das Hochamt der Demokratie. Wenn Wahlen nicht stimmen, wenn der geringste Zweifel an der Rechtmäßigkeit und der Ordnung der Durchführung fehlt oder wenn dieser Zweifel wächst, dann ist die Demokratie wirklich in Gefahr, wenn nicht mehr wer wählt, zählt, sondern wer zählt, wählt. Was ist aus diesen Einsprüchen eigentlich geworden? Wir haben 5000 gezählt. Das Problem ist zunächst einmal, dass, und da war das Eingangsstatement insofern für mich auch interessant, dass jetzt in der Tat Kollegen davon reden, was legitim sei und nicht davon, was legal ist. Und das ist ja genau die große Errungenschaft einer rechtsstaatlichen Demokratie, dass wir uns nicht in diesen Kategorien von Legitimität bewegen, sondern davon, was ist rechtlich zulässig und was ist rechtlich unzulässig. Und damit kommen wir dann auch auf das Thema der Wahlen. Es gibt ganz klare Regelungen, selbstverständlich, wie in einer Demokratie eine Wahl ablaufen muss, wie sie organisiert sein muss. Dass es nicht sein kann, dass jemand, der wählen möchte, nicht wählen darf. Und dass auf der anderen Seite es auch nicht sein kann, dass jemand, der gar nicht wahlberechtigt ist, trotzdem wählt. Beides hat es in Berlin gegeben und das nicht gerade wenig. Genauso ist es ganz hehres Ziel, natürlich auch aus historischen Lehren, dass ich in Wahllokalen und vor Wahllokalen natürlich den Wähler nicht beeinflussen darf. Diese ganzen Regelungen in der Bundeswahlordnung und im Bundeswahlgesetz stammen noch aus einer Zeit, in der man eigentlich davon ausgegangen ist, da steht jemand physisch neben dir rum und sagt dir, Mensch, wähl doch mal diese oder jene Partei. Das hat sich mittlerweile verändert. Da ist aber rechtlich auch insofern nichts nachgekommen, dass der Fall von, ich gucke auf mein Smartphone die ganze Zeit, nicht geregelt ist. Er ist ausdrücklich expressis verbis nicht vorgesehen. Er ist aber natürlich gemeint. Und wenn ich dann so wie in Berlin bis 20.57 Uhr wählen lasse, während um 18 Uhr bereits die als für bare Münze genommen werdenden ersten Exit-Polls laufen und spätestens dann um 19.50 Uhr vielleicht halbwegs reliable Endergebnisse vorliegen und dann immer noch Leute in einem Wahllokal stehen und sehen zum Beispiel, Mensch, hier gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen anscheinend zwischen SPD und Grünen, dann wählt so ziemlich jeder, der nicht extremistisch linke Positionen vertreten sehen will von einer regierenden Bürgermeisterin, wählt natürlich dann eher die SPD. Er überlegt sich nicht mehr, ob er eine CDU wählt, ob er eine FDP wählt, eine Freie Wähler wählt oder sonst irgendwen anders. Sondern er sagt sich, Mensch, hier kommt es jetzt darauf an, zu verhindern, dass das passiert, was ich noch schlimmer finde als alles andere. Und dann wähle ich den. Das ist natürlich eine Beeinflussung. Die Frage ist, wie massiv diese Beeinflussung war. Und das sind so typische Fragen, die eben halt ein Berliner Verfassungsgerichtshof zum einen zu klären hat und zum anderen und was passiert jetzt? Der Deutsche Bundestag. Die Frage müsste jetzt, die Sie ja aufwerfen, müsste jetzt mit scharfem Schwert beantwortet werden. Ja. Ist die Wahl gültig? Oder ist sie ungültig, muss sie wiederholt werden? Oder beide Wahlen, Bundestag und Kommunalwahl? Die Frage ist ja zunächst einmal, was lässt man denn überhaupt zu? Und ich habe auch gegenüber dem Landesverfassungsgerichtshof und auch dem Bundesverfassungsgericht, wo wir auch zum einstweiligen Verfahren schon vorgetragen hatten, den Fall aufgebracht, was passiert denn, wenn sich jetzt eine Gruppe von mir aus Neonazis berlinweit neben Wahlurnen stellt und sagt, aber ihr müsst nicht, jetzt nicht so Neonazis wählen. Sondern 4 Monate ist es her. Nein, Moment, Monate. Sie müssen, ein halbes Jahr was passiert Herr Tichy, dafür ist genau das Ding wichtig. Da stellt sich irgendeine Truppe hin und zwingt Leute gezielt mit vorgehaltener Waffe so zu wählen. So, dann ist erstmal ein Ergebnis da. Und dieses Ergebnis darf natürlich, das wird jeder hier anerkennen, darf nicht eine Minute als legitim und legal behandelt werden. Es muss einfach sofort eine Reaktion des Verfassungsgerichts kommen und sagen, selbstverständlich kann das nicht zählen. Ja. So, genau dieses Beispiel habe ich vom Verfassungsgericht bemüht. Die Antwort war, naja, wir müssen halt ganz sorgfältig prüfen und in der Zwischenzeit können die mal machen. Aber es geht doch um ganz praktische Sachen. Also ich bin der Schlüsselwahlkreis 609. Das Wahllokal ist bei mir direkt nebenan. Ich war der dritte Wähler, weil ich nach Südtirol wollte. Flug war gebucht. Vor mir sitzen 2, die kommen aus der Wahlkabine nicht raus. Sitzen da 10 Minuten, sitzen da 12 Minuten. Dann sage ich zu dem Wahlvorstand, der da versammelt sitzt, wieso haben wir hier nur 2 Kabinen? Man kann doch 10 aufstellen, ist ja ein Riesenraum. Nein, das war hier immer so. Da sage ich aber, wir haben hier 3 Wahlen in Berlin, die zusammenkommen. So als ich in der Kabine saß, merkte ich, warum die da 10 Minuten saßen. Ich saß dann nämlich auch 10 Minuten, um diese ganzen Zettel zu finden. So praktisch war das. Dann haben sie sich geweigert, mehr
Kabinen zu nehmen. Dann gab es parallel den Marathonlauf. Das heißt, mitten durch meinen Wahlbezirk Hohenzollern-Damm geht der Marathonlauf, da kommt keiner rüber. Das Ergebnis war ja, Sie haben in der Tat, wie Sie sagen, bis 20.57 Uhr noch gewählt. Zweitens, Sie haben aber gleich mal alle möglichen Ausländer, Inländer, was auch immer, ohne Kontrolle wählen lassen und geradezu auch Kinder. Das heißt, ich schreibe ja in meinem Buch, das ist eines der Kapitel, wo ich sage, alles, was ich schreibe, ist die Folge von Corona. So schlicht ist das doch. Es ist alles untergegangen unter Corona. Wir sitzen hier mit Masken, wir sitzen hier ganz erschrocken und Sie kommen da mit Ihren blöden Wahlkabinen. So, jetzt kommen Sie mit Ihrer Klage. Da muss man doch sagen, die müsste doch längst schon beantwortet sein. Das Volk interessiert sich nicht dafür. Sie sitzen doch alle zitternd in Ihre Wohnungen doch, und Peter warten, dass Omikron kommt. Wir interessieren uns dafür. Wir ja. Und deswegen fragen wir ihn jetzt auf den Punkt. Wann kommt das Ergebnis, ob die gefälschte, manipulierte oder jedenfalls verhinderte Liebe Wahl... Liebe Sie bitte nicht so schnell. Schauen Sie, ich habe bereits nach 3 Monaten eine Antwort bekommen vom Verfassungsgerichtshof. Und nach 3 Monaten? Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat mir mitgeteilt... wiederholt oder nicht? Bitte, meine Herren, nicht so schnell. Ja, aber hat mir immerhin bereits mitgeteilt, dass man in der damals nächsten Woche, also mittlerweile vor 2 Wochen, damit beginnen werde, meinen 400-seitigen Einspruch zu kopieren und den anderen Beteiligten zu Ja, aber ist doch ein Skandal. Das heißt, bereits in wenigen Wochen werden die Möglichkeit haben zu antworten. Nach 4 Monaten und in 3 bis 4 Jahren wird ein Ergebnis vorliegen. Und in 3 bis 4 Jahren, wenn das Ergebnis vorliegt, haben die falsch gewählten dieses Land regiert. Bis dahin kann man diese Stadt regieren, ohne dass irgendjemand im Verfassungsgerichtshof eingreift. Ja, das ist aber auch der Punkt, weswegen ich für mich den Schluss gezogen habe, dass das parteipolitische Engagement in dieser sogenannten Corona-Situation wahrscheinlich nicht das ist, was Wirkung entfalten wird. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass so schön das auch psychologisch von der Wirkung ist, dass es nicht ausreicht, dass Menschen auf die Straße gehen, sondern dass wir gerade da, wo massive Manipulation im Sinne dieses wir haben alle so schrecklich Angst stattfindet, nämlich in den Betrieben, dass es auch da eine Antwort gibt, die deutlich macht, es gibt eben halt nicht nur die eine Meinung, die beispielsweise bei einem Konzern wie VW im Moment ganz aggressiv vertreten wird vom Unternehmen. Ganz gefährlich alles, es gibt aber eine ganz sichere Lösung, alle Leute sollen sich impfen lassen, das sei auch langfristig getestet, das wird allen Ernstes dort behauptet, langfristig getestet und deswegen solle man das mal machen. Und dagegen muss es eine Gegenposition geben und die formulieren wir jetzt genau über die Gewerkschaft Good Governance, genau. Also das möchte ich wissen, also das eine verstehe ich ja, wenn jemand ein Pfleger ist, der geimpft werden muss, sonst verliert er seinen Job. Na Moment, warum muss er denn? Das ist ja schon falsch. Die Verdi-Gewerkschaft kuscht weg. Ja. Also gründen Sie eine eigene Gewerkschaft und sagen, Pfleger, Feuerwehrleute, Ärzte, Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, aber ihren Arbeitsplatz verdrohen zu verlieren, keine Unterstützung finden für ihre Arbeitnehmerrechte, kommt zu mir. Ist das so? Es fängt ja schon damit an, dass die Menschen... Ist das so? Ja, natürlich, dass die Menschen falsch beraten werden. Ich will es ja bloß verstehen. Ja, natürlich. Ja, aber die Politik knickt ja jetzt schon ein. Also der Witz ist ja, deswegen behaupte ich ja, und das habe ich schon vor einigen Wochen, als ich das Buch abgeschlossen habe, das ist ja dann im Schnellverfahren gedruckt worden, da kann ich mich nur bedanken bei dem Verlag, dass es sich lohnt, auf die Straße zu gehen. Der Druck kam von der Straße und von sonst nirgendwo her. Und der Druck kam von Ihrem Klientel noch viel stärker. Denn das medizinische und pflegerische Personal hat ja, wenn die sagen, wir lassen uns nicht impfen, dann kann also auch der Heilige Geist ausgegossen werden. Die bleiben bei ihrer Meinung, weil sie das begründet gemacht haben. Die haben das nicht emotional gemacht, sondern sie haben die Folgen des Impfens gesehen. An ihren Patienten, an ihren Klienten, das, was wir seit 2 Jahren auch bei Tichys Einblick beschreiben, wurde ja alles, das ist ja irgendwelche Verschwörungstheorie von Nazis, die haben es gemerkt. Und die haben erklärt, wir lassen uns nicht impfen. Der Erste, der doch eingeknickt ist letzte Woche, war doch Herr Söder. Das ist doch alles hochinteressant. Der hat erklärt, alle müssen sich impfen lassen. Aber die Pfleger doch jetzt lieber nicht. Warum? Weil das gesamte System zusammengebrochen wäre. Und deshalb kann ich sagen, lieber Herr Tichy, was Sie hier gemacht haben in den letzten 2 Jahren, ich nenne Sie ja in meinem Buch schon im Vorwort und sage,
Diese Meinungsvielfalt, diese Diversität der Meinungen, die Sie hier erhalten haben, gegenüber dem gesamten Einheitsjournalismus, den wir erlebt haben, ich als ein Heribert Prantl von links, von der Süddeutschen, sagt, als Journalist bin ich nicht dafür da, ich sag's mal mit meinen Worten, Abbau von Demokratie unter dem Vorwand der Volksgesundheit gut zu heißen. Aber das mein passiert, ja, natürlich. Die Bundespressekonferenz ist heute eine Verlesung von Regierungsblättern. Alle schreiben fleißig richtig mit. Ja, niemand hinterfragt kritisch. Und diejenigen, die das tun, kritische Fragen werden ausgeschlossen. Da heißt es dann plötzlich, er hat einen Wohnsitz im Ausland oder er hat eine schiefe Nase. Dann kommt er raus. Das heißt, oder gar nicht rein. Ja, aber die Kritik wird doch an die Seite geschoben. Und trotzdem muss ich sagen, viele haben ja resigniert gedacht, seit 2 Jahren kämpfen wir hier an einer journalistischen Front, auch ich. Oder eben wir gehen auf die Straße oder als Pfleger, wir weigern uns gegen den Druck. Und das ist alles so erfolglos. Ich möchte wirklich ganz klar sagen, und wenn ich noch die Möglichkeit gehabt hätte, was einzuschieben, hätte ich diesen tapferen Leuten, die auf die Straße gegangen sind mit Kerzen und mit Rosenkränzen und wer weiß was alles und friedlich demonstriert haben, und sich dann auch noch als Nazis beschimpfen lassen musste, dieses Buch gewidmet. Ist doch ein ganzer Erfolg, was also Sie jetzt erleben. Sie glauben, die Stimmung kippt jetzt. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Maß ist voll, und zwar ohne Fragezeichen, sondern es ist uns offen gelassen. Es gibt ja noch eine Unterzeile, die da lautet, in Krisenzeiten hilft keine Volksverdummung. Nun sagt ja der Volksmund, Dummheit ist eine natürliche Begabung. Keine Angst, ich frage Sie jetzt nicht, ja, wie viele Begabte wir im Land haben. Aber Sie haben bei unseren österreichischen Kollegen neulich in einer Talkshow, wie Sie es heute ja auch gemacht haben, sehr stark auf die Straße gesetzt. Ja. Und beide Herren haben jetzt massive Kritik geübt, im Übrigen am System und an den Institutionen. Ich frage Sie mal beide, zunächst mal Peter Hane, haben Sie gar kein Vertrauen mehr in demokratische Strukturen? Nein, Institutionen? Also so weit gehe ich überhaupt nicht. Es gibt immer noch Leute, auch im Bundestag, und da würde ich sogar sagen, quer durch alle Parteien, denen ich wirklich abnehme, dass es ihnen um die Sache geht, um die Demokratie geht und so weiter. Viele werden ja mundtot gemacht oder trauen sich nicht. Das ist das Problem. Nur die Zahlen sind eindeutig. Und ich habe ja auch im Buch in verschiedenen, ich mache das ja immer praktisch, an praktischen Beispielen. Es muss uns doch erschüttern, dass die Glaubwürdigkeit des Journalismus in einer Weise sinkt, dass sie ja bald bei Null angekommen ist. Alle Umfragen sagen das, egal welches Institut. Dann gucken Sie mal die Institutionen. Mit Kirche rechnet kein Mensch mehr. Das sind doch heute Klaköre der Herrschenden, wie es sie noch nie in dem Sinne gegeben hat. Da die ist ihre Kirchtüren vor den Gläubigen verschließen. Ja, sie verschließen die. Also sie müssen. Ich meine, das ist doch einfach in der Geschichte absurd. Sie, Mutter Teresa wird bei den Katholiken heilig gesprochen und bei den Pietisten, zu denen ich gehöre, in der evangelischen Kirche, also die ganz Frommen, die gehen rum mit Missionsvorträgen und sagen, wir haben Wunder erlebt, wir haben Lepra überstanden, wir sind zu allen Menschen gegangen. Und jetzt kommt nach Deutschland ein Virus, der nichts anderes ist, laut WHO, wie eine Grippe. Und sie schließen die Türen zu. Aber Ihre Frage, die Institutionen verlieren an Glaubwürdigkeit. Und jetzt kommt vor 2 Wochen die Hammerumfrage. Jeder Vierte hat kein Vertrauen mehr in die Demokratie. So, und jetzt kommt Herr Luthe. Und Sie sagen aber letztlich, ich habe auch kein Vertrauen mehr, deswegen höre ich auf als Parlamentarier, ich gründe eine Gewerkschaft. Ist das ein Notausgang? Nein, lieber Hedwig. Also, es ist ja nicht so, dass ich kein Vertrauen in Demokratie hätte, sonst hätte ich ja nicht gerade mit vielen Leuten zusammen eine Gewerkschaft gegründet. Gewerkschaften sind ganz wichtiger Faktor gesellschaftspolitisch immer gewesen. Das höre ich von Ex-FDPler. Naja, selbstverständlich. Ja, der Liberalismus stand ja an der Wiege der Gewerkschaften quasi. Das Problem ist, dass sich mittlerweile eben, gucken Sie sich das an, beispielsweise mit der designierten neuen DGB-Vorsitzenden, einer sozialdemokratischen Politikerin, die dann in den Austausch treten soll mit der Vorsitzenden bzw. Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit, einer sozialdemokratischen Politikerin, Frau Nahles, um darüber zu sprechen, was der sozialdemokratische Politiker Heil als Bundesarbeitsminister und der sozialdemokratische Kanzler Scholz so alles machen. Also eine Sozi-Klicke, sagen Sie. Naja, nicht nur das. Und dann haben Sie eben, und jetzt kommen wir noch in eine tiefere Ebene, Sie haben dann in einem Unternehmen wie Volkswagen einen Personalvorstand, der
auf dem Ticket aus einem SPD-Bundestagsbüro wiederum über die Gewerkschaft plötzlich Personalvorstand wurde. Sie haben letztlich Parteienstaat nennen? Naja, da gab es ja mal das Wort davon, die Parteien, Hans-Herbert von Arnim war das, glaube ich, haben sich den Staat zur Beute gemacht. Ja. Und das stellen wir natürlich an vielen, vielen Stellen fest. Und wenn wir eigentlich wirklich gute, funktionierende Institutionen haben, die aber mittlerweile eben ausgehöhlt sind, und das haben sie in allen Bereichen, sie haben es auch mit Begriffen, ich hatte es hier schon mal gesagt, mit Begriffen wie der sozialen Marktwirtschaft genauso, die ist ja noch da. Das Blöde ist nur, dass man den Inhalt komplett mit einem scharfen Löffel rausgenommen hat und was anderes reinsteckt. Und so ist es eben halt auch bei Gewerkschaften. Und das gewerkschaftliche, oder andersrum, Kern auch vieler, vieler Satzungen, das haben Sie auch bei den DGB-Gewerkschaften, Verdi oder so entsprechend drin, das Widerstandsrecht aus Artikel 20 des Grundgesetzes steht explizit bei den Gewerkschaften drin. Und genau darum geht es. Dazu gibt es eines, was auch historisch genutzt werden kann. Denken wir an vor 100 Jahren an Kapp-Lüttwitz-Putsch. Der ist gestoppt worden durch die Gewerkschaften. Und zwar, weil sie einen hohen Organisationsgrad bei den Menschen hatten und weil die Menschen verstanden haben. In einem Moment ist jedenfalls Schluss mit einer übergriffigen, falschen Politik. In dem Moment, in dem tatsächlich an den historischen Werkbänken alles stillsteht. Das ist die Macht, die die Menschen in diesem Land haben. Und diese Macht ist nicht, wenn ich irgendwo über die Straße laufe, und sie ist erst recht nicht, wenn ich Partei A, B oder C wähle, die alle 3 Minuten ihre Meinung ändern, sondern diese Macht hat der Mensch, der irgendwo in dieser Gesellschaft aktiv ist, ob im Übrigen auch als Rentner, ob als Student oder eben halt als Arbeitnehmer oder auch Arbeitgeber, vollkommen egal. Wenn eine Volkswirtschaft zum Erliegen kommt, dann ist Schluss. Wie viele Mitglieder haben Sie? Wir sind aktuell hoch dreistellig, formulieren wir es mal so. So fast 1000. Und das jetzt nach wenigen Tagen. Und wenn Sie sich anschauen, dass die größte Gewerkschaft, nein, andersrum, die älteste Gewerkschaft jedenfalls in Deutschland knapp 10-mal so viele Mitglieder hat wie ihr, dann haben wir da natürlich eine Menge Potenzial. Das Entscheidende ist natürlich eines. Ja, wenn Leute sagen, Mensch, ja, soll ich denn jetzt, ich weiß, ich kenne ja noch niemanden, der da Mitglied ist. Wir können als Gewerkschaft immer erst dann in einem Betrieb aktiv werden, wenn wir ein Mitglied dort haben. So, und das brauchen wir jetzt, da müssen wir wachsen. Und das liegt einfach, das ist die Aufgabe natürlich für jeden, der sich im Moment beschwert und sagt, ja, man kann ja nichts machen. Doch, kann man, ja, es ist eigentlich auch ganz leicht, ja, weil die Leute nicht alleine sind. Und das ist auch die wichtige Botschaft. Man ist nicht allein mit seiner kritischen Haltung. Sie haben ja zu Recht VW zitiert und bei VW ist es ja so, ich habe das nochmal bei Ihnen nachgelesen, bei VW haben sie in der großen Werkskantine die traditionelle Currywurst verboten. Aber was ist passiert? Es besteht kein Zusammenhang. Es gibt keine Nachtschichten mehr, weil keine Autos mehr verkauft werden. Mit anderen Worten, VW ist politisch korrekt, aber nicht mehr wirtschaftlich erfolgreich. Muss da eine Gewerkschaft wie die Ihre dagegen angehen? Nee, natürlich. Also es fängt doch damit an, dass sie eben halt in der Tat sich wegbewegen von den eigentlichen Aufgaben, egal im Übrigen wo, auch von eigentlichen polizeilichen Aufgaben, das hatten wir am Anfang, ja, und plötzlich hinkommen in so eine legitime, nicht legale Umerziehung zum Beispiel von Bürgern. Das ist nicht Aufgabe von Politik beispielsweise. So, und genauso ist es eben halt auch nicht Aufgabe einer Gewerkschaft, sich darüber Gedanken zu machen, wie ich denn jetzt wiederum meinem Mitglied vorschreiben könnte, wie es sich zu ernähren hat. Oder, das ist zum Beispiel auch ganz bemerkenswert bei VW, dass aufgefordert wird, auf die Straße zu gehen und mal diesen ganzen Corona-Leugnern ja, entgegenzutreten. Das ist eine ernsthafte Aufforderung, die da eben halt eine Gewerkschaft propagiert, die auf der anderen Seite, wie gesagt, wörtlich erklärt, diese Impfungen seien auf jeden Fall sicher, das sei langfristig geprüft, was Unfug ist. Also VW ist politisch. Meine Herren, über 70 Jahre hat ja die Demokratie in Deutschland gut funktioniert, auch mit ihren Parteien, die einen hohen Anteil an der, ich sag mal, positiven Entwicklung unseres Landes hatten. Da ist eine Menge ins Rutschen gekommen. Ob tatsächlich oder gefühlt, das wird jeder von uns anders bewerten. Auch die Menschen, die heute wegen Corona auf die Straße gehen. Lieber Hane, Sie waren langjähriger ZDF-Moderator. Es stellt sich schon auch die Frage, ob Sie Ihre Thesen sozusagen auch vor 10, 15 Jahren schon so hätten, ohne Konsequenzen vertreten können. Das gehört ja heute auch mit dazu. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben von einer linken Identitätspolitik und Sie haben ferner geschrieben von einem Cancel Culture Woke-Wahn. Es gibt ja sozusagen noch mehr Probleme, als nur den Fokus auf Corona und drumherum zu richten. Wir haben ja eine Diskussion im Land, die teilweise an ein Irrenhaus erinnert. Ich glaube, es ist auch eine Formulierung aus Ihrem Buch. VW ist genannt worden. Sie haben das Beispiel Lufthansa genannt. Mich würde mal interessieren, bei der Gesamtbetrachtung dessen, wo wir uns bewegen in Deutschland, mich wundert, dass
es eine Einheitlichkeit von Meinungen zu geben scheint. Denn es gibt ja, man kann ja über die Regierung Merkel auch viel meckern, ja. oder, aber es gibt ja nicht aus dem Kanzleramt ein Schreiben an alle wissenschaftlichen Einrichtungen, an die Kultur, an die Hochschulen, sich plötzlich illiberal zu verhalten. Es gibt keine Anweisung von ganz oben, wie auch immer, zu gendern. Ja. Wieso passiert das trotzdem? Wir wissen zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da wissen wir ja auch über Umfragen belastet, dass die Menschen keine gegenderten Nachrichten wollen und trotzdem passiert es. Und ich frage mich, warum? Ja. Warum macht VW sowas? Warum macht Lufthansa sowas? Warum macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk sowas? Ganze, die Audianerinnen Aber wissen Sie, eins, weil Sie das ganz zu Anfang völlig zu Recht sagten, es schreiben ja jetzt viele, und das wird jetzt wieder im Tichy-Blog genauso sein, ja, der Hane, seitdem der pensioniert ist, schlägt er auf den Tisch und haut auf den Putz. Oh nein, ich habe ein Buch geschrieben, Die Macht der Manipulation, bereits in den 70er Jahren. Das war eine Ohrfeige an meine damaligen Arbeitgeber, sie haben es nur nicht gemerkt. Dann gab es das Buch Schluss mit Lustig, das war das erfolgreichste Buch, zwei Jahre im Verkauf weltweit sozusagen, es war ja Kult. Das war eine Ohrfeige gegen alles, was es damals gab. Aber da sehen Sie schon den Unterschied. Damals hieß es, diese Meinung müssen wir gelten lassen. Das ist, er spricht für viele im Volk. Es gehört zur Demokratie, auch zur Medienvielfalt, dass man diese Meinung äußern kann. Heute hat sich das so dramatisch geändert, dass man ja, verstehen Sie, alleine schon diese Nazikeule ist so etwas von entsetzlich. Eine Frau Faeser, die sich Innenministerin nennt, die Hüterin unseres Grundgesetzes ist, kann vor drei Wochen für linksradikale Publikationen, die vom Verfassungsschutz überwacht werden, schreiben. Da regt sich überhaupt kein Mensch aus, außer uns. Und die wird im Amt bleiben, solange bis der Wähler die alle weggeschickt hat. Aber bestimmte Meinungen können sie nicht mehr sagen. Obwohl, und da muss ich sagen, dass das finde ich schon pervers, 80%, nehmen wir nur ein Beispiel, ich schreibe das ja auch viel mit Humor, also man muss einfach manche Kapitel auch laut lesen. Also alleine schon diese ganzen Euphemismen bei Corona, Auffrischungsimpfung, allein schon dieses Wort, das ist wie Kraft durch Freude in der deutschen Geschichte. Also ist alles, dann dieses Gender-Geschichte und da, weil Sie das ansprechen, gegen die Mehrheitsmeinung. Über 80% sagen, wir wollen es nicht. Aber das ist klar. Da haben Sie eine Minderheit von Ideologen, sind ja meist alles staatlich Beschäftigte von unseren Steuern, also weil es Professoren sind, oder eben gut bezahlte Moderatoren, die hier ihre Privatideologie einer Mehrheit und einer Masse überstülpen wollen. Und da sage ich zwei Dinge. Erstens, die Täter sind für mich das kleinere Problem. Diejenigen, die das mitmachen, sind das Problem. Aber wie macht man nicht mit? Aber Entschuldigung, die Professoren, nehmen wir mal an, hier ist eine Verrückte an der Humboldt-Universität, die das alle will. Die anderen Professoren, vor allem die Männer, falten die Hände und sagen, oh, wir haben jetzt Jahrzehnte als alte weiße Männer das alles unterdrückt. Schuldig. Das ist ganz furchtbar. Wir sind so schuldig. Natürlich. Sie lassen es alle laufen. Bei allen Institutionen. Bei allen. Richtig. Nur Wissenschaft. So, und dann kommt ein zweites. Und das schreibe ich ja ganz offen in meinem Buch. Ich habe nur die Namen nicht genannt, aber das ist ja für jeden klar, wen ich meine. Um es mal mit Luther zu sagen, ich bin ja Lutheraner. Wir werden doch alle verarscht. Und wir werden doch dagegen Gewerkschaft? Jetzt muss verarscht. Ja, ich will nur das Verarschen einmal sagen. Die glauben doch nicht im Ernst, dass irgendeiner von diesen Ideologinnen, Moderatorinnen, privat so spricht. Das glauben Sie doch nicht im Ernst. Nein, du würdest Sie es glauben ja nicht doch nicht mehr im verstehen. Ernst, dass die sagen, die HörerInnen und die GewerkschafterInnen, das sagen die doch nicht privat. Aber das Entscheidende ist doch, vielleicht eine Zwischenfrage, das Entscheidende ist doch, wir lassen es uns gefallen, aber was können wir dagegen tun? Ja, ganz seine Antwort ist Gewerkschaft. Ja, und meine Antwort wäre nur ein Satz.
keine Spenden mehr an Organisationen, die mich in Gender anschreiben. Was meint, bei Geld hört nämlich der Spaß auf. Und ich schicke alle Publikationen, ich kündige alle. Was meinen Sie, wie viel Geld ich spare? Ich fahre jetzt nur noch in die USA und freue mich meines Lebens. Ich kündige alles, was mich in Gender anschreibt und spende nichts. Das ist eine gute Idee. Leider kann man die Gebühren fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht kündigen. Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank. Also die Grundfrage war ja eigentlich von Frank Henkel zunächst einmal noch, wie ist das denn eigentlich möglich? Und wie das möglich ist, glaube ich, insofern zumindest beantworten zu können. Wir haben hier ein massenpsychologisches Phänomen in allen möglichen Bereichen und das erklärt sich auch über den sogenannten Social Proof. Das sehen wir übrigens auch bei Corona. Wenn mein direktes Umfeld sich so verhält und wenn das alle machen, naja, unterbewusst nehme ich dann wahr, das wird wohl so richtig sein. Das sehen wir im Übrigen auch jetzt in den nordeuropäischen Ländern, ja, wo dann eben halt mal ein deutscher Reporter hinkommt, ja, zugemummt mit Maske und siebenfach geimpft und dann feststellt, oh, das gibt's ja hier gar nicht mehr. Och, und dann stellt er fest, auch dass er atmen und leben kann, ja, auch ohne das alles, weil es das Umfeld so macht. Und ja, auf der anderen Seite. Sie haben gerade von einem Massenphänomen gesprochen, einem psychologischen. Ja. Peter Hane spricht von einer Minderheit, die in den Institutionen sitzt und uns bestimmte Dinge aufzwingt. Und das passt ja nicht zusammen. Doch. Das ganze Thema hatten wir doch schon in den 70er Jahren, spätestens seit Nölle Neumann die Schweigespirale entdeckt hat. Das gab es schon immer. Aber wir haben heute, finde ich, in einer Art und Weise eine Verengung des Meinungskorridors, wie es Ihnen jedenfalls, solange ich lebe, noch nicht gegeben hat. Ja. Und du wirst heute, das ist ja das Perfide an dieser Situation, du wirst heute nicht mehr nur von deinem politischen Gegenüber kritisiert. Nein, im Grunde endet die Sache erst dann, wenn du auch in deiner bürgerlichen Existenz vernichtet bist. Und das ist sozusagen eine Situation, die eine vollkommen andere ist. Sie sind doch gemobbt worden aus Ihrer Partei. Fraktion. Die Partei als Stimmenkönig von Berlin. Hoch erhobenem Haupt verlassen. Zurück. Nein, lieber Frank Henkel, es passt sehr wohl zusammen. Und zwar insofern, dass man natürlich definieren muss, was jeweils mit der sozialen Gruppe gemeint ist. Und wenn ich da den Faktor Masse Medien reinnehme, insbesondere sogenannte soziale Medien, also Internet, was ich ständig mit mir rumschleppe, wie jeder andere auch. Und dann feststelle, dass ich also eine kleine Gruppe zwar habe, die sich aber Social Proof einig ist, dass man jetzt hier mit so komischen Sternchen schreiben soll. Und die das eben halt wiederum mit dem Mittel der Massenmedien entsprechend aussenden können. Und ich gleichzeitig dann auch noch hingehe und ich zitiere das Grundgesetz, eine Zensur findet nicht statt, loslaufe und tatsächlich permanent zensieren lasse in den sogenannten sozialen Medien, und zwar in meinem Sinne, ja, mit einer höchst fragwürdigen Stiftung, ja, die da entsprechend quasi staatliche Aufgaben übernimmt und gleichzeitig ein Gericht ersetzen soll, dann ist da genau das Problem. Das heißt, wir haben Social Proof in der einen Gruppe und der wird übertragen mit dem Mittel der Massenmedien auf viele, viele andere Leute. Und deswegen ist es auch so günstig, dass es mittlerweile auch freie soziale Medien gibt. Da will man jetzt auch wiederum möglichst hinterher, um dagegen zu arbeiten. Aber Social Proof ist schon wieder... Das ist ganz richtig. Lieber Roland, noch eine Frage, weil Peter Hane das so schön in seinem Buch beschrieben hat. Vielleicht können Sie das nochmal auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal darbieten. Ich habe diese 144 Seiten im Schnellflug gestern und heute gelesen. Das ist ein sehr lesenswertes und empfehlenswertes Buch mit vielen tollen Kapiteln. Eins fand ich, ehrlich gesagt, richtig erschreckend, aber es passt in unsere jetzige Diskussion, in die Phase der jetzigen Diskussion. Sie schreiben von der Freiheit der Wissenschaft, und zwar diesmal mit Fragezeichen. Und Sie steigen ein am Beispiel einer kritischen britischen Philosophin, die von diesem Linksextrem, so schreiben Sie es, Genderfanatikertum zermürbt wurde. Es handelt sich hierbei um eine bekennende lesbische Feministin. Die wirft das Handtuch, man versteht ja mittlerweile die Welt nicht mehr. Und gerade mit Blick auf Hochschule, Universitäten in Deutschland, in den USA, in Großbritannien, wo soll das hinführen? Ich komme dann wieder doch zu der These, dass ich hoffe, dass es wie diese Frau, die in Großbritannien gesagt hat, jetzt kapituliere ich, dass das so erschreckend wirkt auf die Vernünftigen, die es in der Wissenschaft noch gibt. Und da gibt es ja genug. Also in den USA gibt es ja jetzt die Gründung einer, im Gegensatz zur Woken-Bewegung. Weil langsam auch in der Wissenschaft oder auch in Teilen der Politik die Auffassung ist, jetzt reicht's langsam. Also jetzt, ich meine, diese ganze Gender-Geschichte,
Man muss ja die Kapitel laut lesen, die ich geschrieben habe. Es ist ja Loriot, was heute als Wissenschaft verkauft wird. Es ist ja einfach Loriot. Nur es bedarf viel jetzt, ja, es, die Folgen sind eben schlimmer. Und wissen Sie, ich habe ja auch ein Kapitel geschrieben, rassistische Mathematik. Es wird ja ernsthaft, ich meine, was ich ja schreibe, ist, und genauso, was Sie mit Ihren Gewerkschaften machen, es ist die Folge von Corona. Das heißt, wir sind 2 Jahre lang fixiert gewesen auf dieses blöde Virus und auf all die Maßnahmen, die uns die Politik aufgezwungen hat und haben alles andere einfach laufen lassen. Und da komme ich jetzt an einen Punkt, der ganz wichtig ist. Man hat ja das Gefühl, die neue Regierung macht sich endgültig den Staat zur Beute. Ja. 2 Beispiele. Im Außenministerium soll eine Staatssekretärin, also die Chefin der Verwaltung, berufen werden, die eine amerikanische Lobbyistin für eine halbkriminelle Organisation ist. Wollen wir das wirklich? Und das Wirtschaftsministerium ist die Beute einer Familie, eines Clans. Da ist der eine, der Herr Keller, der frühere Geschäftsführer der Grünen, ist parlamentarischer Staatssekretär. Sein Schwager ist beamteter Staatssekretär. Seine Frau ist Vorsitzende der Agora. Das ist ein angeblicher Think Tank, ein Propagandading, vom Wirtschaftsministerium gesponsert, das wiederum das Wirtschaftsministerium berät. Und dann gibt es noch ein paar Mitglieder dieses sogenannten Greichen-Clans. Herr Luthe, mit oder ohne Gewerkschaft, was macht man, wenn sich solche grünen Familien-Clans den Staat zur Beute machen oder, wie es Rüstow gesagt hat, wenn die einfach jeden Fetzen aus der Gemeinschaft für sich persönlich herausreißen? Das Wichtigste, man stellt Transparenz her. Das Lobby Control, die angebliche Kontrollorganisation, findet das ganz in Ordnung. Die reden ja nicht miteinander. Es gibt eine Chinese Wall zwischen dem Ehemann und der Ehefrau. Natürlich. So wird es sein. Wenn Sie sich diese ganzen Pseudo-Kontroll- und Wohltätigkeitsorganisationen anschauen. Ja, ich habe, ist jetzt noch nicht spruchreif, aber ich habe mir da auch einen solchen Pseudo-Verein sowohl rechtlich als auch medial für die nächste Zeit quasi vorgenommen, um auch da noch mal ein paar Sachen deutlich zu sagen. Dann stellen Sie eben halt auch da fest, dass es letztlich ein Theaterstück ist, was dort aufgeführt wird. Ja? Wir entdecken irgendetwas. Ach so, na, die Sachen? Ja gut, also die hat jetzt jemand anders entdeckt, deswegen sind die auch nicht so schlimm. Aber wir haben was ganz anderes, ganz Schlimmes, Dramatisches gefunden. Schaut doch mal alle her. Letztlich glaube ich, der alte Satz, Sie können letztlich die Menschen eine ganze Zeit lang über einen bestimmten Umstand täuschen, aber Sie können jedenfalls eines nicht schaffen. Sie können nicht alle die ganze Zeit täuschen. Und das ist das, was wir jetzt hier gerade... Ja, vielleicht in der veröffentlichten Meinung, jedenfalls im Mainstream der veröffentlichten Meinung. Wenn ich mich irgendwo unterhalte, wenn ich hier in Berlin auf den Markt gehe oder irgendwo spazieren bin oder sonst irgendwas, man wird sehr, sehr viel angesprochen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen einfach sehen, dass es sehr wohl Möglichkeiten gibt, sich zu wehren. Das Narrativ ist doch folgendes. Du bist allein. Ja? Niemand hier, guck mal, überall steht. Und wie gesagt, auch auf den Intranet-Seiten der Firmen. Das ist doch völliger Quatsch, was du da glaubst. Nee. Und deswegen ist es so wichtig zu zeigen, und das ist ein Recht, das sich Gewerkschaften über Jahrzehnte erkämpft haben, wir können auch eine andere Position vertreten. Und davon lebt Demokratie immer. Ja, wer die offene Debatte will, darf sie nicht vorher beseitigen. Und genau das ist Kern von Demokratie, offen zu debattieren und auch nicht sagen, das oder das darfst du nicht sagen. Du darfst in der Demokratie alles sagen. Die Grenze setzt einzig und allein das objektive Strafrecht und nicht, was irgendeine Mickey Maus als legitim empfindet. Jetzt komme ich dazu. Peter Hane schreibt Bestseller, viele Bücher. Sie gründen eine Gewerkschaft. Tichys Einblick, Ausblick, wir machen Zeitschriften, Sendungen, schreiben uns die Finger wund. Frank Henkel ist jetzt bei uns als Moderator. Wie ist da Ihre Beurteilung? Was kann man tun? Haben die Parteien ausgedient? Brauchen wir noch was Neues? Nein, ich hoffe nicht, weil ich bin nach wie vor ein Anhänger von Institutionen bei aller Kritik, die ich hier teile, ein Anhänger von Institutionen. Also und sage noch einmal, auch mit Blick auf die letzten 70, 75 Jahre, alles in allem gut funktioniert. In der Tat, meine Kritik setzt an, etwa in den letzten 5, 6 Jahren, wo ich finde, weit vor Corona, dass sich bestimmte Dinge in einer Art und Weise verändert haben,
die ich wenigstens fragwürdig finde, die mir nicht gefallen, die hindeuten auf eine Gesellschaft, wie es illiberaler eigentlich nicht geht. Und das sage ich auch vor dem Hintergrund, die allermeisten, die mich kennen, wissen das. Ich bin ja 17 Jahre, die ersten 17 Jahre meines Lebens in einer Diktatur groß geworden und bin 1981 aus Ost-Berlin nach West-Berlin mit meinen Eltern übergesiedelt. Habe also Diktaturerfahrung und habe auch die Erfahrung, wie es in den 80er und 90er Jahren gelaufen ist, bis vor kurzem. Und jetzt stelle ich eben all die Dinge fest, die wir hier bereits besprochen haben. Und die Frage heißt oder kann nicht heißen, raus aus den Parteien oder raus aus den Gewerkschaften. Der Marcel Luther hat, finde ich, ganz gut dargestellt, welche Art und Weise es gibt, sich erstens gegen bestimmte Fehlentwicklungen zu wehren, Position zu beziehen und sich auch einzubringen. Auch Frau Peter-Hahne hat es ja dankenswerterweise noch mal gesagt. Ich will bei diesem Thema, lieber Roland Tichy, Peter-Hahne, noch mal auf Ihr Buch zurückkommen. Sie sind ein gläubiger Mensch und Sie gehen in Ihrem Buch sehr hart mit den beiden christlichen Kirchen um. Ich will heute nicht das Thema Missbrauchsskandal und den Umgang damit besprechen. Da lohnt sich eine ganze Sendung. Ich bin gläubiger Katholik und mir fehlen die Worte. Ich bin sprachlos, was den Umgang betrifft. Aber wenn Sie beide christliche Kirchen, die aus meiner Sicht auch in einer existenziellen Krise sich befinden, kritisieren, da hat auch jeder so seine Meinung. Aber mich würde mal interessieren, weil Sie dieses Kapitel auch explizit rausgearbeitet haben, was sind Ihre Kritikpunkte? Also die Kritikpunkte sind zum Beispiel ein Thema, was wir nicht besprochen haben, was ich aber ganz knallhart in meinem Buch schreibe, dass zu der Islamisierung unseres Landes geschwiegen wird. Und nicht nur geschwiegen wird, sondern es wird verharmlost. Also der Islam ist eine Friedensreligion und der Koran ist so wunderbar. Und der Muezzinruf in Köln ist ganz großartig. Und da schreibe ich so offen und knallhart, was das eigentlich für unsere Gesellschaft bedeutet. Da muss Kirche eigentlich ein klares Wort haben. Zweitens, die Kirche hat in der Corona-Zeit diesen Glauben, den ich deswegen in mir trage, weil er mich fröhlich macht, weil er mich gelassen macht, weil ich sage, meine Güte, der Himmel wartet auf mich, da ertrage ich auch noch Tichys Einblick oder irgendwas. Also aus diesem Glauben wurde eine Angstreligion. Man hat die Kirchen geschlossen. Es kommt eine EKD-Ratsvorsitzende, ich frage mich, wann wird die angeklagt? Von wem eigentlich? Die erklärt, Impfpflicht muss sein, weil es wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Das behauptet noch nicht mal Herr Biontech da von der Goldgrube in Mainz. Ich habe ja in der Nähe gewohnt, Goldgrube, wunderbar. Das heißt, das ist alles so entsetzlich. Die Anmaßung, dem Staat nicht nur zu folgen, sondern ihn sogar noch zu überholen in den Maßnahmen. Dann kommt die klare Politisierung. Man ist weg von Theologie, man ist weg von Bibel. Alles wird ja inzwischen mitgemacht. Also die katholische Kirche ist ja inzwischen schlimmer als die ohnehin schon schlimme evangelische Kirche mit diesem synodalen Weg. Es muss alles Gender sein und noch eine Regenbogen. Queer alles und eine Regenbogenfahne und noch eine Regenbogenfahne. Verstehen Sie, damit helfen Sie eigentlich niemandem. Aber sind wir wieder beim Thema, lieber Peter Hahne, wie passiert es? Die Kirchen in Deutschland hätten doch die Freiheit, ganz anders zu agieren. Ja. Wie erklären Sie sich, dass auch die Kirchen als Institution mitmachen oder, wie Sie gerade, Sie haben es nicht wörtlich gesagt, aber wahrscheinlich gemeint, im vorauseilenden Gehorsam es ist vorauseilend. Bestimmte Dinge es ist einfach machen. Warum? Ja. Warum? Gut, da sage ich Ihnen jetzt mal, das Warum zu überlegen, da kann man auch sagen, es ist die Folge der 68er, es ist die Folge, dass man den eigenen Glauben verloren hat und dann sich in Politik rettet. Aber jetzt sage ich Ihnen mal die Rettung. Die Rettung ist in der Sekunde, wo die Kirchensteuer abgeschafft wird. Und das möchte ich noch erleben. Also Kardinal Meißner wollte Peter Hahne in die katholische Kirche aufnehmen, neben dem Sarkophag der Heiligen Drei Könige. Das hat er nun nicht mehr erlebt. Als zweitens hat er gesagt, der CDU muss das C genommen werden. Da bin ich jetzt sein Erbe. Das fordere ich, seitdem es Tichy gibt. Und das Dritte ist, wenn die Kirchensteuer abgeschafft ist,
Die ganzen Privilegien, wenn auch die Grünen, die jetzt sich da installieren, übrigens, das ist nicht nur bei den Grünen, gucken Sie sich mal an, Herr Schäuble ist der Parlamentspräsident, sein Schwiegersohn ist der Innenminister, der die Demonstranten in Baden-Württemberg auf die Ebene von Verbrechern setzt und dessen Frau ist die ARD-Chefin. So, also um es mal nur ganz kurz anzudeuten, dass es alles gibt. Also ich will da jetzt leider den bösen Buben spielen, Jungs, und muss euch das Spiel wegnehmen. Wir müssen mich aufhören. Herr Luthe, vielleicht als Schlusswort. In einer Umfrage sagen sehr, sehr viele Deutsche, über 40%, dass die Demokratie in Gefahr sei und dass wir auf einem Weg in die Diktatur uns befänden. Ist das eigentlich nicht die Aussage, die uns am meisten erschrecken müsste? Natürlich, aber das liegt daran, und nachdem wir viel zu Ihrem Buch gehört haben, das Schlusskapitel meines Buches beschäftigt sich ja genau mit dieser Frage. Ja? Demokratie, wovon lebt Demokratie? Demos, das Volk. Ja? Demokratie lebt davon, dass das Volk mitmacht, dass jeder mitmacht und dass es eben halt nicht reicht, morgens zur Arbeit zu gehen, abends zurückzukommen, dazwischen automatisch eine Lohnsteuer abgezogen zu bekommen und ansonsten zu hoffen, dass alles schon irgendwie gut wird. Demokratie funktioniert nur, wenn die Menschen mitmachen. Also. Und diese 40%, die das erkannt haben, die kann ich nur herzlich einladen, tatsächlich mitzumachen. Und das bedeutet eben halt nicht nur, sich gewerkschaftlich zu engagieren. Da ist ja in den letzten Jahrzehnten viel zurückgegangen. Sondern auch in die Parteien zu gehen. Das haben wir in unseren Parteien erlebt. Ja? Sie haben unendlich viele Menschen, die sagen, wir sind unzufrieden. Dann sagt man denen auch auf dem Markt, komm doch mal mit, komm doch mal zu uns. Die kommen nicht. Ist ein bisschen jetzt wie Sozialkundeunterricht mit den Parteien. Aber ich würde sagen, vielleicht ist der Aufruf, wehrt euch. Es gab mal ein großes Buch. Baring, auf die Barrikaden. Auf die Barrikaden, ja. Bürger, wehrt euch in dem Sinn. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und schauen Sie nächste Woche wieder rein. Wir wissen heute noch nicht, was wir dann senden, aber wir werden wieder unangepasst sein, so wie diese ganze Runde. Vielen Dank und schönen Abend.